Du willst ein Haus in den USA kaufen, zum selber drin wohnen, als Ferienhaus oder Investmentobjekt? In den meisten Fällen brauchst du selbst einen Makler, und zwar einen guten. In diesem Video zeige ich dir, wie du hier in den USA einen guten Makler finden kannst. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema US-Immobilien. Ich lebe und investiere hier selbst in Philadelphia an der Ostküste der USA in Immobilien. Auf unserer Suche nach Immobilien sind wir häufig auf die Mithilfe von Maklern angewiesen und genau das ist das Thema in diesem Video. Wie finde ich einen guten Makler hier in den USA? Disclaimer, gleich vorab, ich bin kein Makler. Denn gefühlt jeder zweite hier ist entweder selber Makler, also hat einen Maklerschein, oder kennt zumindest einen, der einen kennt, der Makler ist. Makler werden ist hier nicht schwer, aber auch als Makler im Nebenerwerb, also als Side-Hustle, was viele ja machen, kann man hier gut Geld verdienen. Also wenn ein Haus im Millionenbereich liegt und man das verkauft, dann ist die Provision eben recht hoch. Das heißt, man hat mit wenig Aufwand viel Geld verdient. Halt, bekommen. Ich sage bewusst nicht verdient. Makler selber werden ist nicht schwer, da macht man den Test, also man muss ein paar Wochen Ausbildung machen, das geht auch im Online-Kurs und dann macht man den Test und dann ist man faktisch Makler. Das variiert natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat, also der Test variiert, das Prinzip ist dasselbe, einen Kurs besuchen, Test machen, Makler werden, Maklerschein bekommen. Wie man gute Makler findet und welche Rollen die in diesen ganzen Kaufprozessen einnehmen, das zeige ich dir jetzt. Da gibt es eigentlich drei Hauptrollen und zwar nennt sich das Buyer's Agent, das heißt der vertritt den Käufer, den Seller's Agent, der vertritt den Verkäufer. Und dann gibt es noch den Dual Agent, der hat eine spannende Rolle, das zeige ich dir gleich. Der Buyer's Agent, der begleitet dich, wenn du ein Haus kaufen möchtest. Du rufst einfach einen Makler an und sagst, du möchtest ein Haus kaufen und dann vertritt der Buyer's Agent dich. Das heißt, du kriegst von ihm Zugang zu diesem MLS, also diesem Multiple Listing Service, diesem System für Makler. Da kriegst du die neuesten Informationen zu Objekten. Der berät dich beim Kaufprozess, vielleicht hilft er dir auch noch beim Kreditfinden, beim Bankfinden, whatever. Also der ist für deine Interessen zuständig, nur für deine als Hauskäufer. Der Seller's Agent oder auch der Listing Agent, wie der Name schon sagt, ist zuständig für den Verkäufer. Also er berät den Verkäufer beim Preis, beim Listing, deswegen auch Listing Agent. Das heißt, er stellt das Objekt, das Exposé vom Objekt in diesem MLS, also in diesem Multiple Listing Service System da ein, damit die anderen Makler darauf Zugriff haben und dann ein paar Tage später, je nachdem was er da einstellt, wird dieses Listing und das Exposé auch an Redfin und Zillow und so weiter repliziert. Das heißt, dann hat die große weite Welt auch Zugriff darauf und nicht nur die Makler und deren Kunden. Last but not least, der Dual Agent. Der hat eine spannende Rolle. Bei einer typischen Hauskauftransaktion hier in den USA fallen so 5-6% Provision für die Makler an. Der Buyer's Agent kriegt 3%, der Seller's Agent kriegt 3%. Der Dual Agent, der kann, je nach Bundesstaat, beide Seiten zeitgleich vertreten und somit kann er, wenn es klappt, 6% einstreichen. Das heißt, er nimmt die gesamte Provision bei sich mit ein und deswegen sind viele Makler auch an einem Dual Agent an der Rolle interessiert und wollen in einem Kaufprozess am liebsten der Dual Agent sein. Wir nutzen bei unseren Investments gern den Dual Agent, weil je weniger Beteiligte in diesem ganzen Prozess da involviert sind, desto schneller kann der Prozess vonstatten gehen und desto einfacher wird es für alle Beteiligten. Ein Dual Agent kann ich aber keinem für den Start im Immobilienbusiness empfehlen. Das ist eher was für den Fortgeschrittenen. Holt euch einen eigenen Makler, wenn ihr was kaufen wollt und der ist nur für euch zuständig, weil ein Dual Agent hat eine Zwitterposition und das kann auch gefährlich werden, weil der hat auch eigene Interessen. Für uns in den Investmentobjekten ist es eine andere Hausnummer. Wir fokussieren uns auf solche Agenten, also auf solche Dual Agents. Dual Agents sind aber auch nicht in jedem Staat, also in jedem Bundesstaat hier in den USA legal. Da müsst ihr euch informieren. In Pennsylvania, in unserem Fall, ist es legal. Das heißt, Makler können beide Seiten zeitgleich vertreten. Wenn ihr einen Buyer's Agent sucht, dann erzählen euch die Makler natürlich immer, dass die Leistungen, die sie für euch erbringen, natürlich kostenlos sind. Lukas, ich bin doch nicht mit dem Schraubenbeutel gepudert. Wenn ich einen Makler mitbringe und der Verkäufer einen Makler hat und der Verkäufer beide bezahlen muss, dann preist er das doch eigentlich mit ein. Das heißt, der Hauspreis steigt. Im Endeffekt zahlt man dann den Makler ja doch als Käufer. Ja. Dir gefällt dieser Content und du bist nicht irgendwie ein Makler und gerade sauer, weil ich solche Sachen sage, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da. Abonnier den Kanal und schick das Video an jemanden, den das interessieren könnte. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir das ganz einfach als Feedback in die Kommentare unter das Video und dann kann ich ganz individuell darauf eingehen und vielleicht ein Video dazu machen. Aber beim Thema Bezahlung der Makler geht nicht wirklich alles, was der Verkäufer, also ihr als Käufer sozusagen, an den Makler überweist, an den Makler. Der hat noch jemanden dazwischen, nämlich einen sogenannten Broker.
Alle Makler hier in den USA laufen unter einer sogenannten Brokerage, also das ist so eine Dachorganisation für Makler. Da können die Mitglied werden und bekannte Brokerages sind zum Beispiel Berkshire Hathaway, das ist Warren Buffett, Engel Völkers, das ist für die europäischen Zuschauer interessant, oder Redfin zum Beispiel. Die sind eigene Brokerages, die eigene Makler im Markt haben und damit natürlich auch nach außen auftreten. Und die verdienen an jedem Hauskauf mit und das nicht zu knapp. Das heißt, der Makler hat einen Großteil seiner Provision an diese Brokerages abzugeben. Das ist eben klassischer Strukturvertrieb. Okay, du hast mir jetzt gezeigt, welche Makler es gibt und welche Rollen die einnehmen können. Aber wie finde ich denn nun einen guten Makler? Wenn du hier in den USA vor Ort bist, fragst du am besten die Leute, die du kennst. Oder wenn du hier einen neuen Job antrittst, dann fragst du einfach deine Kollegen. Weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, entweder ist jeder Zweite bereits Makler, hat einen Schein, kann dir ein Haus verkaufen oder kennt zumindest einen, der einen kennt. Also von daher, persönliches Netzwerk ist das A und O, um einen guten Makler zu finden, also Referrals, Referenzen. Wenn dir ja jemand einen Makler empfiehlt, dann ist das besser, als wenn du den selber finden musst. Wenn du natürlich hier im Bekanntenkreis vor Ort keinen Makler kennst, dann kannst du natürlich auch online nachschauen. Und da verweise ich auf die großen Portale, wie zum Beispiel Zillow. Zillow hat auch einen Agent Finder mit drin. Den Link zum Agent Finder, den setze ich dir auch in die Beschreibung unter das Video. Und da kannst du einfach mal selbst nach Maklern suchen. Meine Empfehlung, such dir einfach bei Zillow in der Region, wo du ein Haus kaufen möchtest, einfach mal einen Makler und lass dir die Anzeigen, die in der Region da aktiv sind. Und dann sortierst du diese Makler einfach mal nach Schlagzahl. Also welcher Makler hat in der letzten Zeit in der Region, also in den letzten 3 Monaten, in der Region, wo du was kaufen möchtest, die meisten Transaktionen gemacht. Das ist wirklich transparent. Du kannst gucken, welcher Makler hat welches Haus verkauft. War in diesen Transaktionen der Buyers Agent oder der Sellers Agent und danach kannst du gehen. Also such dir einfach einen Makler, der in der Region, wo du kaufen möchtest, die meisten Kauftransaktionen gemacht hat. Schauen wir uns den Agent Finder bei Zillow mal an. Geh einfach auf zillow.com und schau dich hier um. Links oben in der Ecke findest du den Agent Finder. Den einfach mal anklicken und dann kannst du hier eingeben, in welche Region du suchst. Schauen wir einfach mal, wir gehen in Drexel Hill einkaufen und suchen hier nach Agents, also Drexel Hill, Pennsylvania. Da kommen eine ganze Menge Agents. Hierzu noch die kleine Information, die Agents bezahlen, um hier zu sein. Von daher auch mit Vorsicht zu genießen. Aber die Reviews, die kann man nur schreiben, wenn man eine reale Transaktion hatte. Also wenn wirklich jemand ein Haus gekauft oder verkauft hat, und dieser Agent eingetragen war im MLS, dann kann man ihn hier bewerten. Wenn das nicht der Fall ist, kann man das nicht bewerten. Also von daher sind diese Reviews eigentlich schon ziemlich aussagekräftig, aber ich habe selten einen schlechten Review gesehen. Und nicht mal die schlechten, die ich geschrieben habe, sind online. Das heißt, das sind wirklich nur die guten online. Von daher, das ist ein gewisser Filter, aber es hilft. Zurück zum Thema. Was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier die Agents. Wir könnten jetzt hier noch eine Advanced-Suche machen. Zillow fragt uns, ob wir ein Haus kaufen oder verkaufen wollen. Dann können wir hier auf Advanced gehen, wenn wir noch speziellere Anfragen haben. Wir wollen einen deutschsprachigen Makler in der Gegend haben oder wir wollen jemanden, der sich wirklich nur auf Häuser oder Apartments spezialisiert hat. Also da gibt es eigentlich viele Spielmöglichkeiten, aber ich habe noch keinen Agent gefunden, der wirklich nur Apartments macht oder zum Beispiel nur Houses und Apartments ignoriert. Von daher kann man sich schenken. Wenn man Spezialanfragen hat, dann wäre so ein Filter hier interessant. Zum Beispiel jemand, der nur Buyers Agent ist, der wirklich nur Käufer vertritt, jemand, der nur Verkäufer vertritt, jemand, der für Relocation sich spezialisiert hat. Also Firmen beauftragen diese Firmen beauftragen diese Makler zum Beispiel, wenn sie so ein Relocation-Paket bei einem Job dazugeben. Also du ziehst von LA nach New York, hast keine Wohnung oder sonst was, dann gibt es einen Relocation Agent, der für sowas spezialisiert ist. Foreclosure, Zwangsversteigerungen, Short Sale, das sind Bankverkäufe bzw. von den Finanzierern die Verkäufe. Das ist ein Schritt vorm Foreclosure oder dahinter, ist ein bisschen nebendran. Consulting oder Other, was auch immer das ist. Auf jeden Fall können wir uns das mal anschauen. Wir gucken nach einem Agent, der uns beim Buying unterstützt. Dann finden wir hier ein paar, zum Beispiel anhand der Reviews schon 286 total, 34 in der Gegend. Und da können wir einfach mal reingucken. Ich meine, das sind öffentliche Informationen, oder? Da können wir einfach mal reingucken, schauen, was Jamie hier gemacht hat. Kleiner Text über Jamie. Okay. Aber der wirklich spannende Part ist hier unten. Also Jamie hat gerade sogar 2 Listings. Hier, McDade Boulevard in Derby. Das ist der Preis ungefähr, was sie gerade online hat.
Und hier sind die vergangenen Verkäufe. Das heißt, hier könnte man sogar sagen, den claim ich, den habe ich gemacht oder was auch immer. Oder Flecken für mich zum Suchen. Und hier kann man sehen, wen sie repräsentiert hat. Hat sie den Käufer repräsentiert, hier den Käufer, Verkäufer, Käufer. Also es ist gemischt. Und die hat allein schon hier im Jahr 2021 eine Menge Holz. Eine Menge Holz gemacht. Also von daher sind wir hier schon mal 3, 8. Oh, den kenne ich sogar. Wo waren wir stehen? 8, 13, 18 Objekte dieses Jahr schon verkauft. Und von den Preisen her ist das alles immer so bis zu 370.000. Das kannst du dir ausrechnen, was Jamie hier zum Beispiel schon mal verdient haben könnte. Jede Transaktion 3% plus noch was an den Broker, also da bleibt schon ein bisschen was bei ihr hängen. Also Jamie ist da ganz aktiv und kann dir offensichtlich auch in der Gegend ein bisschen was sagen, verkaufen oder für dich kaufen gehen. Von daher, Jamie wäre eine Opportunity. Wenn du hier kaufen gehen möchtest, dann suchst du am besten so. Jetzt suchst du dir 5 solche Jamies, 4 bis 5 Jamies und schreibst die einfach mal an. Also hier 60 Sales in den letzten 12 Monaten. Respekt. Vielleicht ist Jamie auch ein Broker und hat mehrere Makler für sich sozusagen laufen, aber es bleibt auf jeden Fall was hängen. Sie scheint sich auszukennen in der Gegend, sie hat eine Schlagzahl und sie ist ein Profi offensichtlich. Genau, was sieht man hier noch? Man kann jetzt sagen, das ist die Adresse, die sitzen hier in Ardmore, Telefon, das ist die Webseite, ihr Facebook-Profil und das ist wichtig hier unten. Das ist ihre Real Estate License. Also sie hat den Kurs mal gemacht und offensichtlich sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Denn anderes kannst du dir sowas hier nicht erklären. Also Jamie macht das Vollzeit. Jamie wäre ein Pro. Und jetzt kann man versuchen, sich noch 3, 4 andere Jamies zu suchen und schreibt die einfach mal an. Hier contact us, beziehungsweise man kann sie direkt anschreiben, anrufen. Und so findet man einen guten Makler, wenn man keinen kennt. Wenn ein Makler gar keine Transaktion gemacht hat oder relativ wenige Transaktionen gemacht hat, heißt das nicht unbedingt, dass er schlecht ist. Das will ich damit nicht sagen. Das soll kein Makler-Bashing sein. Aber aus meiner Sicht, ich bezahle ungern die Lernkurve von einem Makler, der gerade erst anfängt, mit meinem Geld. Also ich vertraue lieber einem Profi, gehe zu einem Profi, der viele Transaktionen gemacht hat. Der Profi muss nicht nett sein. Das sind sie auch meistens nicht. Aber das ist auch nicht das Ziel. Der Profi muss gut sein. Der muss euch ein Haus finden, der muss euch betreuen und das Ganze zum Abschluss bringen. Und das macht einen guten Makler aus. Also sucht euch jemanden mit einer hohen Schlagzahl, schreibt den an, schreibt aber nicht nur den an. Am besten nimmst du dir einfach 4 bis 5 Makler, die Top 4 bis 5 in deiner Region mit den meisten Transaktionen, schaust dir die Transaktionen an und filterst die einfach mal raus. Und diese 4 bis 5 Makler, die du dir raussuchst, die schreibst du einfach direkt mal an und fragst, du suchst ein Haus, das und das und das. Und wenn die innerhalb von 1 bis 2 Tagen dir gar nicht antworten, ja, dann fallen die schon weg. Wenn sie es im Nebenerwerb machen, das fragst du am besten, dann fallen sie eben auch weg. Weil du willst einen Vollzeitmakler, der für dich jetzt Vollzeit ein Haus sucht. Punkt. Ganz einfach. Wenn dir ein Makler passt und du mit dem zurechtkommst, auch am Telefon, dann schicken die dir meistens gleich einen Knebelvertrag. Und der Knebelvertrag sagt, wehe, du kaufst in den nächsten 6 bis 12 Monaten ein Haus ohne mich, dann fällt trotzdem meine Provision an und du musst die bezahlen und so weiter und so fort. Einfach sowas ignorieren. Wirklich alles in diesen Verträgen ist verhandelbar. Ich spreche aus Erfahrung, alles ist verhandelbar. Die Makler stehen gerade enorm unter Druck. Es gibt viele Käufer und wenig Verkäufer. Und ein Makler verdient erst bei dem Verkauf Geld und vorher ist es wirklich nur Arbeit. Das heißt, die filtern natürlich auch, aber die sind unter Druck, weil, wie bereits eingangs erwähnt, es gibt enorm viele Makler und somit ist die Auswahl für dich als Käufer unter den Maklern relativ hoch. Und die Makler suchen natürlich dann die Möglichkeiten, dich als Kunden zu halten und werden bei strengen Vertragsklauseln sehr, sehr, sehr geschmeidig. Also von daher, mein Tipp, alles, wirklich alles in diesen Verträgen ist verhandelbar. Einfach mal drauf ankommen lassen. Auch wenn du mit einem guten und vielleicht auch netten Makler shoppen gehst und dir Häuser anguckst, da musst du dir auf jeden Fall bewusst sein, der Makler hat nicht 100% dieselben Interessen wie du. Du als Hauskäufer möchtest ein Haus kaufen. Der Makler möchte eine Provision verdienen. Dem ist das eigentlich egal. Er will die Provision. Und genau in dem Punkt ist er sich mit dem Verkäufermakler nämlich einig. Beide wollen die Provision. Also lass dich nicht unter Druck setzen, hinterfrage alles, gesunden Menschenverstand einschalten und einfach mal bei mehreren Maklern anfragen, parallel. Da kann man shoppen. Das ist ja, solange man nichts unterschrieben hat, legitim. Warum nicht?
Zusammenfassend kann man sagen, ein Hauskauf ist eine spannende Transaktion und du als Käufer bringst eine Menge Geld mit. Von daher lass dich nicht unter Druck setzen, such dir einen Makler aus, lass dir Zeit, nur nicht irgendwie stressen lassen, weil der Markt knapp ist, bla bla bla. Irrelevant. Du bringst das Geld mit, du bestimmst die Spielregeln und die Makler kümmern sich oder sie werden ausgetauscht. Also einfach mal shoppen gehen, die Makler anfragen, vergleichen und gucken, wie es mit denen läuft. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, alles, wirklich alles ist verhandelbar. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.